Hallöchen, liebe Minecraft-Freunde, und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Feed the Beast Continuum. Ja, gestern keine Folge, ich habe es zeitlich nicht geschafft. Ich war offscreen aber ein bisschen fleißig, ich habe was getan. Ich habe hier mal wieder unsere Anpflanzbecken weggehauen und hier alles wieder begradigt. Ich habe hier mal Glas reingebaut. Gefällt mir noch nicht so richtig, da werde ich noch mal ein bisschen drin rumwerkeln. Jetzt gucke ich gerade mal. Da hat mir gerade einer geschrieben. Kava07, vielen Dank für deinen Kommentar. Gleich mal drauf antworten. So, und dann geht es auch sofort weiter. Ja, der junge Mann hat sich Sky Factory angeguckt. Okay. Ja, da bin ich auch mal überlegen, ob ich das mal wieder spiele. Irgendwie war das ganz nice. Und da ja die meisten Minecraft-Mod-Let's Plays von mir immer so ein abruptes Ende hatten. Ja, mal gucken. Mal schauen. So, ich brauche erstmal Energie für meinen Jetpack, sonst ist das gleich wieder alle. Dann hatte ich mal in Vorbereitung Inori gemacht. Inori, das hatte ich offscreen gemacht, das hatte ich aber noch nicht fertig. Da brauchte ich noch Schneebälle, genau. Graue Farbe, Buttons und Cobblestone. Heute wird mal so eine kleine Wir bauen und machen mal schick Folge. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 und 2. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Naja, und 2. Kann der restliche Cobblestone wieder weg. Zack. Schneebälle brauche ich dann 18. Nee, gar nicht. Viermal so viel. 36. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37. Irgendwie habe ich keinen Sound auf dem Jetpack. Was irgendwie komisch ist. Dann brauche ich, war das Gray oder ist das irgendwas anderes? Gray. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Und dann gleich noch die Buttons. Moment. Buttons. Achso, die Schneebälle kommen ja hier noch mit dazu. Zack. Dann die Farbe hier mit rein. Dann brauche ich noch ein Speedbienchen. Jetzt mal gucken, ob ich hier noch irgendwo eins stehen habe. Das habe ich rausgenommen. Das ist da, aber das brauche ich momentan nicht. So. Dann die Buttons. Was ist hier vollgelaufen? Silver. Silber habe ich da nicht drin. Ich wusste nicht, was vorher da. Zack, zack, zack. So. Okay. Mal gucken, ob ich noch Buttons habe. 6 Stück. Ja, das ist wohl nicht viel. Einmal Stone.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, machen wir mal 10. So. So, da ist die Farbe drin. Zack, und dann kann er mal den Inori auf Vorrat machen. Genau, einfach nur, damit wir das mal haben. Ich werde wohl noch einige Batterien brauchen. Okay, dann gucken wir mal hoch zu dem Miner. Ich habe auch hier ein bisschen weiter gebaut. Ich habe mal hier eine Decke reingezogen und habe das mal nach oben hin zugemacht. Dann habe ich hier eine Reinforced Stone Bricks Decke reingezogen. Hier habe ich die Basalt Bricks durchgezogen, damit es mal ein bisschen einheitlich sieht. Hier so ein paar stylische große Lüfter. Und dann hier unten mehr von den Blumen. Ich muss sagen, die Blumen ist schön gewesen zu testen, aber es ist zu langsam. Wenn ihr euch mal die Kiste anguckt, entweder ist der Miner zu schnell oder die Blumen sind zu langsam. Eins von beiden. Er kriegt es nicht hin, das Ganze leer zu machen. Selbst mit dem Vierfachen, was hier steht, klappt es nicht. Hier ist auch nichts verstopft, also das passt alles. Wenn wir den Miner auf Tier 6 upgraden, dann reiße ich das alles weg. Und dann wird das Ganze mit Grindern und Furnacen aufgefüllt. Ehrlich gesagt, drauf geschissen dann, ob ich dann eine Verdoppelung, Verdreifachung oder sonst was drin habe. Kackegal. Scheißegal. Wir haben das hier, wir haben die Bienen unten zusätzlich. Ich denke mal, da haben wir mehr als genug. Ich habe auch noch zusätzlich hier meinen ganzen Uraniumvorrat mal durchgehauen. In Cyanid. Einfach nur mal parallel so mitlaufen lassen. Das können wir mal da oben reinbringen. Dann habe ich hier noch 5000 von den Grains. Nehmen wir auch mal alles raus soweit. So. Einmal geht noch, Rest lassen wir drin. Geht so nicht. So, geht besser so. Zack. Okay, ist doch schon eine ganze Menge. Gut. So. Den Furnace habe ich hier unten weggenommen. Der steht hier hinten, weil ich habe auch das hier mal durchgehauen. Ja, hier fehlt die Speedbiene. Ich nehme mal kurz die Kiste hier. Bam, bam, bam. Einmal vorstellen. Input von vorne. Und das da mal da rein. Müsste eigentlich funktionieren, ne? Ja, okay, dann kann er das nämlich fertig machen. Das hier kann jetzt aufgelöst werden. Das brauche ich. Wo zieht er denn das Yuyumeta her? Zieht er das drüben aus der Maschine? Oh ja, okay. Ich meine, kann ja mal laufen lassen, ne? Tut ja nicht weh.
So, machen die alle mal leer hier. Zack. Zack, okay. So, dann können die mit in den Rucksack, wenn ich noch Platz habe. Jawohl, okay. Dann als nächstes, das lassen wir nochmal da. Hauen wir mal das hier hinten alles mit weg. Die Energiezellen, die können wir eigentlich mit hier mit ranhauen. Okay, weil das brauchen wir hier so jetzt nicht mehr. Die Variante mit den Bienen ist für mich hier mittlerweile wesentlich effizienter als dieses bisschen Canola-Strom, was da rauskommt. So, Rest lassen wir mal. Verwirrend, wenn das Jetpack keinen Ton von sich gibt. Ist irgendwie komisch. So, das kann weg. Ja, ist aber klar, dass das da alles rausploppt. Jetzt habe ich alles voll mit Canola. Ach, shit. So, bin ich das schon mal los? Zumindest so ein bisschen. Das kann mal weg. Das Spinat. Kann man auch eine höher machen. Dann können wir das damit reindonnern. So. Das mal weg. das kann auch in die Tasche. Die Sink. Der Translocator. Die Kabel. Alles mit in den Rucksack, wobei der ist mittlerweile auch so und so übermaßen voll. Ich könnte ja mal meine Enderpouch nehmen. Wo ist denn die? Ich sehe sie nicht. Ist im Inventar? Nein. Da ist sie. So. Dann können wir das mal alles da. Reindonnern. Geht schneller, als wenn wir jedes Mal hin und her fliegen. Zack, zack, zack. Okay, liegt noch mehr. Okay, Canola ist voll. Zack. Nein. Anzeigebug gewesen, Anzeigebug. Der hat da nichts zu suchen und der auch nicht. Hat der da einen Platz? Nein, dann kommen die gleich nach unten in die Küche. Hier habe ich nochmal Canola Seeds. Da habe ich glaube ich auch einen Barrelfisch stehen. Kurz in die Küche. Den Spinat abgeben. Voll. Ja, ich habe schon wieder Füße getrappelt hier hinter mir. Canola
Seed 16.000. 4.000. Leer, dann kann der auch mit in den Rucksack. Wo ist eigentlich mein doofer Magnet? Ach, der ist wieder voll. Boah, diese Rüstung, dieses Jetpack verbraucht so viel Strom. Das ist echt unnormal. Das kann weg, das kann weg, das kann weg. Die ist, glaube ich, leer, ne? Ja, die ist leer. Die können wir bei Gelegenheit mal upgraden. Die kommen in den Müll. Okay, so. Gucken wir da nochmal rüber, was haben wir da jetzt noch? Eigentlich nichts weiter, der ist fertig hier. Okay, gucken wir mal, was wir jetzt an Cyanid haben. Wenn Menschen denken, dass du stirbst, hören sie dir recht. 2000. Plutonium. Das war ja das, was wir haben wollten. Okay. Und dann gucken wir noch mal gucken. At. Ja. Wie ist denn das jetzt? Jetzt komme ich da wieder nicht mehr drauf. Da. Flaxplug, genau. At Flax. Genau, wir brauchen nämlich mehr von diesem Zeug hier. Zwölf. Da sind nochmal drei. Wir haben ein Plug. Okay, ich brauche ein davon. Und Controller, wenn ich mich nicht irre, ne? Ja. Flaxblöcke. Eins, zwei. Na, Mist. Fehlen mir noch diese drei Blöcke. Iridium Alloy, ne? War das? Da sind auch noch zwei drin. Habe ich noch TNT? Ja. Ja, da muss ich mich mal drum kümmern, dass ich da mal ein bisschen was auf Vorrat mache. So, jetzt können wir noch mal welche davon machen. Sieben. Reicht einfach nicht. Was fehlt mir denn dafür jetzt? Iridium. Na gut, Iridium ist nicht das Problem. Iridium. Das kriegen wir relativ gut mit. Aber nur Iridium Alloy, ne? Ja. Das am effektivsten verarbeiten im Grinder. Okay, dann können wir das hinten in den Grinder schmeißen und gleich durchbraten lassen. Und hier wird das gleich gebraten. Machen wir nämlich diese Flachsgeschichte jetzt gleich noch fertig und das hier mal eben fertig machen. Voilà.
So. Das geht ja zum Glück einigermaßen schnell. Sollte hier nochmal irgendwie eine Inputkiste, glaube ich, hinstellen. Das wäre, glaube ich, gar nicht mal so verkehrt. Aber es wird sowieso die Maschinen, denke ich mal, wandern alle nochmal hier weg. Hier der Bereich wird komplett umgebaut. Für Stromversorgung. So, kann man das durchlaufen lassen. Dann haben wir hier jede Menge Iridium. Dann wo wandert denn jetzt das Iridium hin? Moment. Iridium Ingot. Oder bleibt das hier drin kleben? Anderes. Oh, ich habe gar keine. Ich habe gar nichts für Iridium. Okay, auch nicht schlecht. Jetzt für Mi-Platten, Advanced Alloy-Platten. Ach, das war die Geschichte. Wo ist es? Da. Dann hätte ich gern das hier. Warum auch immer er das Rezept nicht vervollständigt. So. Das Ganze müssen wir braten, wenn ich mich recht erinnere. Wo ist denn da? Da, ja. Müsste eigentlich jetzt fertig sein hier, jawohl. Zack. Zack, zack. Dann brauchen wir hier schon mal den Einsatz drin. Dann das. Es hat wahrscheinlich jetzt auch wieder keinen Platz hier, ne? Ne, hat es nicht. Jawohl, alles da. Einmal zu platt machen, einmal den. Ach, jetzt habe ich den Booster abgeschaltet. Wo habe ich den hingestellt? Wo habe ich denn die Bienen einquartiert, die jetzt hier waren? Ach hier, zu dem. Genau. Zu dem Kameraden. Wie weit ist er denn hier? Komm, egal. Die kommst mal bitte weg. Ich dachte, die Biene habe ich. 25 Stück erst. Da kein Strom hier oder was? Es könnte tatsächlich sein, dass der gerade nicht genug Strom bekommt, wegen dem Kameraden.
Ja, jetzt muss er, jetzt lädt er erst die ganze Maschine wieder auf. Okay. Die nehmen wir nochmal irgendwo mit hin. So, 6 Platten habe ich. Stück. Zack. Dann brauche ich wieder. Ich muss mal hier ganz kurz mal aufräumen. So. Das Scrap. Das kann weg. Das kann weg. TNT. Meine sind halt auch nur 4 Platten. Ist auch nicht die Welt. Add Flux Block 3. Achso, ich muss erst das in die Flux groß machen. Auch nur 7 Stück. Das reicht auch wieder nicht. Fehlt immer noch einer. Lädt denn hier jetzt gerade so extrem mit Strom auf? Okay, das muss ich auf jeden Fall nochmal optimieren hier. Zack, das auch weg. Weitere. Zack, 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 zack. Diamond Dust. Oh. Also jetzt fehlt es mir hier langsam echt an allem. Grinder und Diamanten. Okay, das ist jetzt nicht das Problem. Das braten? Nein, okay. Dann können wir es als Zwischenlager nutzen. Super. Also es fehlt mittlerweile an vielen Kleinigkeiten. Wobei, das bin ich ja ehrlich, das wird alles, denke ich mal, dann besser laufen, wenn wir sagen, wir können automatisieren mit dem ME-System. Ach, da können wir übrigens gleich nochmal die Dings machen. Habe ich ja die den ME-Kern vorbereitet. So, 22. Jetzt habe ich natürlich nicht mehr genug TNT. Die können wir nochmal nachschieben. TNT. Gunpowder. Reicht auch nicht weiter. Alter, Finn, ist das teuer, ey. Meine Güte. Gib mir mal hier. So. Und auf geht's, los, mach fertig.
Zack. Nächste. 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 Fertig. So, weg, weg. Add Flux. Die Kurs. So, jetzt brauche ich noch einen von den Blöcken und dann können wir den machen und bam. Boah, das war ja jetzt eine schwere Geburt. Das da unten hin, das da unten hin. Das kann weg. Das Plutonium müsste ich eigentlich, wenn ich mich nicht irre, irgendwo ein Barrel für haben. Oder auch nicht. Arschlecken. So, okay, haben wir das fertig und dann habe ich hier 5 E-Controller gebaut. Und damit haben wir hier heute 2 Quests geschafft. Blue Chest. Und die hier auch. Claim. Zack. Und dann haben wir, ja, neue Wege, in die wir gehen können. Und das wird unter anderem damit zu tun haben. Die nicht. Der Kamerad für unsere Wireless-Stromversorgung. Ist noch nicht viel, was wir jetzt hier haben. Wir werden jede Menge von diesen Points machen müssen. Aber die sind, glaube ich, nicht so teuer. So, da können wir sogar noch mal, warte mal, der Plug, ich weiß jetzt gar nicht mehr, der Point, please select the network. Output. Input. Ja, genau, das ist der Controller dafür. Zip. Okay, gut. Eine Loot Chest, 32 ME-Kabel, Redstone, okay. Hatten wir mal Problem mit. Mittlerweile sollten wir da nicht so das Problem mehr haben. Da waren wir mal relativ weit runter. Die kommen mal hier rein. Das bleibt schön bei mir. Das können wir hier noch einen Point machen. Zack, dann kann das damit hin. Gut, dann würde ich sagen, nicht ganz so produktiv heute. Heute mehr ein bisschen aufräumen. Ich werde mal hier diese Löcher noch wieder schließen dann gleich. Da mal das passende Holz noch reinbringen. Hier die Wände noch austauschen, dass das vernünftig aussieht. Und das Ganze wieder zumachen. Und dann werden wir uns wahrscheinlich in der nächsten Folge drum kümmern, diese hässliche Stromversorgung hier vernünftig zu integrieren. Ich weiß noch nicht, ob ich das in die Wand möchte, aber ich denke mal eher in den Fußboden. Ich möchte das Ganze natürlich irgendwo in einem Chunk halten. Das heißt, hier würde sich dieser Chunk wahrscheinlich anbieten. Wir können allerdings mal hier rüber gucken. Ja gut, hier steht natürlich noch das das IFAB. Das würde ich dann auch hier belassen. Dann können wir nämlich hier IFAB Autocrafting machen. Ja, gute Idee. Können wir machen. Gut, dann bin ich raus für heute. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir ein Däumchen da, Kommentare, Abo. Drückt die Glocke, damit ihr nichts verpasst. Ihr wisst Bescheid. Und dann bis dahin. Adios, meine Freunde. Ciao, ciao.